Es gibt zwei neue Far Cry Trailer und aus einem können wir eine wirklich wichtige Information nochmal, ja, noch näher entnehmen. Welche das ist in diesem Video, bleibt dafür auf jeden Fall am Schluss. Liebe Leute, mein Name ist Nahtfrag hier auf meinem Zweitkanal. Da gibt es ungeschnittene Videos so wie dieses und wir reagieren gemeinsam auf einen neuen Far Cry Trailer. Der ganze Bums, ja, es sind zwei Trailer sogar. Ne? Einmal Far Cry 6, Giancarlo tritt dir jetzt entgegen und einmal Giancarlo zerlegt die Guerilla-Waffen. Und wir fangen an mit dem wichtigeren der beiden, nämlich Giancarlo tritt dir jetzt entgegen. Da könnt ihr mal gespannt sein, warum das Ganze relevant ist. Ist ein ganz unterhaltsames Ding eigentlich, meiner Meinung nach. Ja. Oh, hallo. Ja, da seid ihr ja Mein schon. Name ist Hi. Giancarlo Esposito. Ah, okay. Und ich werde euch meinen bislang bösartigsten Charakter vorstellen. Anton Castillo. Wait a second, Los Pollos Hermanos war nicht bösartiger? Aus Far Cry 6. Ich habe mich ja schon vielen Feinden Okay. stellen müssen, aber jetzt stehe ich einem völlig neuen Feind gegenüber. Euch. Wisst ihr, worauf ihr euch einlasst? Wenn ihr es mit Anton aufnehmt? Wenn ihr an der Seite einer Guerilla kämpft, ihr einen mächtigen Diktator. So, und da war die Information an der Seite einer Guerilla. Ein kleines R kann viel verändern. Ja? Also meiner Meinung nach ist es jetzt auch an der Stelle bestätigt, auch in diesem Spiel Far Cry 6 ist die weibliche Person Kanon. In Assassin's Creed Valhalla hatten wir ja Kanon als weiblich im Hier und Jetzt und als männlich in der Isu-Welt. Und in Assassin's Creed Odyssey hatten wir weiblich als Kanon. Und ja, in Origins natürlich männlich. Und eigentlich so, war geplant 50-50 als Kanon für Origins, dass das A ja eben um Bayek ersetzt ab der Hälfte des Spiels und Bayek stirbt. So, das nochmal als kleines Schmankerl für die, die es noch gar nicht wussten. Das war eigentlich so geplant. Und jetzt haben wir wieder eine weibliche Protagonistin. Ja, offensichtlich, eine Protagonistin ist immer weiblich. Ja. Nehme ich mit die Information. Ich denke, dass ich trotzdem den männlichen Protagonisten spielen werde. Warum ich das tun werde, das seht ihr dann noch irgendwann später. Ja, kann ich jetzt nicht mehr ausführen. Gucken wir Guerilla weiter. kämpft, die einen Gucken mächtigen wir weiter. Diktator stürzen will, indem sie mit Hunden spielt, Hunden Waffen aus spielen ist Müll doch sinnvoll, Mann. zusammenbaut und wie ein wild Rups. gewordenes Zirkustier in der Gegend herumrennt. Anton besitzt eine exquisite Schusswaffe aus. Ich muss sagen, so die Synchro, also klar ist eine geile Stimme, aber es holt mich so ein bisschen raus. Ich gucke so auf seine Lippen und denke, das ist nicht er. Das ist nicht er. Während in Far Cry 6 das mit der deutschen Stimme doch dann wahrscheinlich gut rüberkommt. Aber Purem das gefällt mir jetzt Gold. gerade nicht ganz so gut, Er leider. tragt Kinderrucksäcke. Anton hat Kinderrucksäcke, ein enormes Digga. Arsenal für sein treues Heer aufgebaut. Ihr kennt keinen Respekt, stehlt ihre Panzer und schleicht von Gebäude zu Gebäude. Trotzdem, ich bin sicher, dass ihr mir einen guten Kampf liefern werdet. Aber Aber heftiger vergesst nicht, Schauspieler, oder? dass Far Cry für seine übermächtigen Widersacher bekannt ist. Dieses Vermächtnis gedenke ich zu ehren. Bevor ihr euch diese romantischen Vorstellungen eines Freiheitskämpfers hingebt, lasst mich euch etwas fragen. Seid ihr bereit für eure Sache Seid zu ihr bereit zu sterben? sterben? Wichtig mit Licht von unten. Das war nur gespielt. Oder nicht? Der Switch war nice, oder? Hat mir gefallen auf jeden Fall. So, das war die eine wichtige Info. Weibliche oder Protagonistin ist Kanon. Und das ist schon eine erhebliche Information, meiner Meinung nach. Ich bin ja gespannt, wie ihr das findet. Ich meine, es ändert nichts am Game. Ja, seien wir early an der Stelle. Wir haben eh die Wahl. Ja, wir können auswählen, männlich oder weiblich. Und von daher macht es nichts. Aber es ist halt wieder ein Statement, ne? Und das ist auch okay so. So, zweiter Trailer. Hier haben wir einen typischen Flammenwerfer der Rebellen. Eine ihrer Flammenwerfer auseinanderbauen. Ich glaube, dass. modernsten Ich bin mir Waffen. nicht Sehen sicher, wir aber uns ich mal an, glaube, wie das diese ist aus undankbaren der ihr Collectors Arsenal bauen. Edition. Wo fangen wir an? Das Original sogar. Not quite sure. Wow. Hier haben wir offenbar den Griff eines Zapfen. Fand ich cool auf jeden Fall. Das nochmal so zu sehen, woraus jetzt ein Flammenwerfer zusammengesetzt ist. Hier Zapfventil, eine Gasflasche. I don't know, irgendeine Klemme, nochmal einen, weiß ich nicht was, Hebel, ja, vielleicht auch, keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Hier so ein kleiner Crème Brûlée-Brenner.
ein bisschen Schrott und einen Motor. Ja, und auf einmal zerstäubt er das Gas. Das finde ich schon cool. Also ist schon eine gute Idee. Ich meine, so wird wahrscheinlich auch ein Flammenwerfer funktionieren in Real Life. Wirklich pfiffig. Ah, ein Zapfhahn. Deswegen kenne ich das nicht. Vielleicht von einem Laubbläser oder einer ähnlich furchteinflößenden Gerätschaft. Ab in den Laubbläser damit, ist ein klar. Kleiner Brenner. Ein tolles Ausrüstungsstück. Zumindest im Kampf gegen eine unfertige Crème Brûlée. So. Man muss den Einfallsreichtum respektieren, den pure Verzweiflung mit sich bringt. Und der ganze andere Plunder hier sieht aus wie vom Schrottplatz geklaut. So wollen Sie sich also gegen den Diktator Anton Castillo erheben? Ich dachte, es wäre wenigstens ein fairer Kampf. Aber also wenn das wirklich das Ding aus der Collectors Edition ist, dann ist das schon cool, weil das ja echt auch ein ziemlich großes Teil ist. That's what she said. Aber es wird deutlich. Hui! Dass sie keine Chance haben. So ist mal wieder deutlich geworden im Ubisoft Store. Unbezahlte Werbung natürlich an der Stelle. You name it. Finde ich ganz cool auf jeden Fall. Feier ich. Hätte ich auch gerne. Ja, liebe Leute, das war's auch an der Stelle. Aus der Nahtfrag-Reaktionszentrale auf die neuen Trailer. Ja, und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt, dass wir eine Protagonistin als Kanon ziemlich sicher haben. Und wie ihr den Flammenwerfer findet. Ich fand ihn cool. Ja, das war's an der Stelle. Ich bin echt müde, muss ich sagen, heute. Weiß gar nicht, warum. Naja, ist ja auch egal. Bis später, euer Peter. Heute Abend Livestream übrigens. Ich denke, ich bringe heute zwei Videos einfach hier auf dem zweiten Kanal raus oder so. Heute Abend Livestream 19 bis 21 Uhr. Meine Freundin hat morgen eine wichtige Prüfung und wir haben vereinbart, wir gehen früh ins Bett. Also 19 bis 21 Uhr Assassin's Creed Odyssey. Würde ich mich freuen, euch zu sehen. Das wäre legendär. So, bis später, euer Peter. Ciao, euer V, dies, das, Ananas. Ne? Und ja, das war's dann auch. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und meinen zweiten Kanal könnt ihr auch gerne abonnieren.